Here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Stellen Sie sich bitte mal vor, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, stellen Sie sich bitte mal vor, Sie würden den Anbieter Ihres Fernsprechanschlusses wechseln und der alte Dienstanbieter würde nicht nur Ihr persönliches Rufnummernverzeichnis beschlagnahmen, nein, vom neuen Anschluss aus könnten Sie auch Ihre alten Freunde nicht mehr erreichen. Was uns im Kontext der verbalen Fernkommunikation absurd erscheint, ist im Internet Alltag. Die Betreiber virtueller sozialer Netze behandeln ihre Mitglieder tatsächlich auf diese bevormundende Weise. Daten eingeben, gerne. Daten mitnehmen, von wegen. Von diesem Umstand sind nicht wenige Zeitgenossen zunehmend genervt. Unter anderem die beiden Webentwickler Sebastian Küpers und Dirk Olberts. Und letzterer arbeitet sogar schon an einer Lösung. Ja, das Problem ist halt eigentlich, dass im Web 2.0 jeder Daten von mir hat. Wenn ich irgendwo meine Fotos hochlade, dann will er, dass ich mich dort vorher registriere. Wenn ich einen Blog vielleicht irgendwo einrichte, möchten die ganz gerne, dass ich mich erst registriere. Wenn ich irgendwo bei Places sage, wo ich mich dann über so aufhalte, will der halt vorher auch noch jede Menge Daten von mir haben. Das Problem liegt einfach mal darin, dass im Prinzip die Daten halt verteilt sind bei den einzelnen Anbietern, aber letzten Endes die Daten halt bei dem User sein sollten und dass man auch gar nicht als User die Möglichkeit hat, den maximalen Wert aus seinen eigenen Daten rauszuziehen. Im Prinzip bin ich bereit, mich dazu zu registrieren, ich stecke da Aufwand rein, erstelle Content. Was ich aber gerne möchte, ist, dass diesen Content, den ich dort produziert habe, dass ich ihn auch auf anderen Plattformen wiederverwerten kann. Dass ich möglichst einfach die Möglichkeit habe, diesen Content da auch wieder rauszubekommen. Und zwar nicht einfach nur Copy and Paste den Text rauskopieren, sondern ich will ihn natürlich so strukturiert haben, dass ich mit diesen strukturierten Daten strukturiert irgendwo anders wieder was anfangen kann. Die Theorie, die dahinter steckt, oder die Hypothese, die wir aufgestellt haben, ist, dass sich irgendwann das Kräfteverhältnis ändern könnte, dass man im Prinzip zu der Position kommt, dass User ihre Daten von sich aus freiwillig auf begrenzte Zeit zur Verfügung stellen und die dafür sich Unternehmen verpflichten müssen, diese Daten halt nicht permanent zu speichern, sondern nur ein Nutzungsrecht an diesen Daten bekommen. Und dafür bekommen sie aber halt wesentlich aktuellere und wesentlich umfassendere Daten, als das jetzt der Fall ist. Ich will in der Lage sein, diese ganzen Daten, die ich momentan an unterschiedlichsten Orten irgendwie in diese Datensilos einkippe, die will ich nicht mehr in diesen Datensilos haben, sondern die will ich zentral an einer Stelle haben, der ich vertraue, und ich möchte quasi diese Daten von dieser Stelle aus an diese Dienste eigentlich nur entleihen oder distribuieren, für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen. Ein Vorteil könnte sein, dass im Prinzip vor allen Dingen Daten fürs Targeting letzten Endes vom User freiwillig rausgegeben werden. Das hat im Prinzip zwei Seiten. Einmal der User hat letzten Endes dadurch, dass er sein Interessensprofil freiwillig mitbringt, hat er bessere Daten, weil er diese zum Beispiel als Filter benutzen kann, und andererseits kann das Unternehmen ihn halt dann auch letzten Endes mit Werbung oder sonstigen Informationen besser targeten. Ich hatte halt schon seit 2-3 Jahren oder so bei Flickr einen Pro-Account, das heißt, man zahlt dafür, dass man dort seine Fotos hochladen kann. Flickr hatte dann irgendwie im Zuge einer deutschen Internationalisierung, also die kam also in den USA, auf die glorreiche Idee, uns halt einen Filter vor die Nase zu knallen, der im Endeffekt dazu führte, dass ich nicht mehr alle Fotos sehen konnte bei Flickr. Egal, ob ich jetzt sage, ich bin 18 und ich will alles sehen, und ich konnte halt im Gegenzug auch nicht mehr wirklich davon ausgehen, dass alle meine Fotos gesehen werden können bei Flickr, weil das natürlich mir mit meinen Fotos genauso passieren kann, weil es auch nicht nur um irgendwelche sexuell anstößigen Sachen ging oder Gewaltgeschichten. Man hatte den Eindruck, dass es relativ willkürlich ist, wie da halt auch gefiltert wurde, weil es auch gar keinen Automatismus so wirklich gab. Es war etwas sehr seltsam. Daraufhin habe ich mich einfach entschlossen, dass es dann nicht mehr die Bilderplattform meiner Wahl ist, und habe mal einfach alle meine Daten, die ich dort hatte, einfach rauskopiert aus Flickr. Das geht halt eigentlich ganz gut, und meinen Account dort gelöscht. Das Problem ist halt nur, dass dann die ganzen Kontakte, die ich bei Flickr auch hatte, die waren halt alle weg. Die Möglichkeit, das mitzunehmen, wäre technisch halt locker machbar, aber bietet Flickr einfach nicht an. Ein Ausweg halt aus diesem Dilemma, dass mir die Daten nicht alle gehören, dass ich keine Kontrolle über meine Daten habe, versuche ich halt mit NoseRub, angelehnt halt an dieses Begrüßungsritual der Eskimos, dadurch halt zu verwirklichen, dass ich selber halt die Daten wirklich definiere. Das heißt, ich gehe nicht halt in ganz verschiedene Plattformen rein und sage dort,
dort, wer alles zu meinen Kontakten zählt, sondern ich mache es halt bei mir und erlaube halt einfach anderen, auf diese Daten dann auch zuzugreifen. Die Software, die ich da entwickelt habe oder entwickeln möchte oder wie auch immer, kann man halt irgendwie zentral an irgendeiner Stelle installieren. Das war vorhin in dem Beispiel halt die Sparkasse. Da kann man sich dann registrieren und dann halt dann dort sein soziales Netzwerk definieren. Oder ich gehe halt hin und installiere mir das selber auf den Server und sage, das mache ich jetzt halt komplett alleine und da soll auch sonst keiner mehr drauf kommen. Das ist halt meine Geschichte und das ist meins. So habe ich halt immer die wirkliche Kontrolle darüber und muss es halt nur einmal machen und profitiere natürlich auch davon, dass dann meine Kontakte das auch nur einmal machen müssen und somit sind die Daten halt einfach vollständiger und ich kriege auch sofort mit, wenn sich da was bei denen ändert. Wenn die zum Beispiel auch sagen, nee, diese Bilderplattform gefällt mir nicht mehr, ich gehe zu einer anderen, ich kriege da nichts von mit, ich kriege einfach nach wie vor halt seine Fotos mit, aber mich interessiert gar nicht, wo er jetzt halt gerade halt umgezogen ist. Das ist mir dann halt in dem Moment wirklich egal. Es ist halt alles einfach schon technisch möglich. Es wird halt nur nicht gemacht von den einzelnen Firmen, weil die natürlich ein finanzielles Interesse haben, dass auf den einzelnen Seiten die User halt dann wieder auftauchen. NoSwap selber ist aber halt ein Projekt, was so keine finanziellen Interessen hat, sondern einfach aus der Not geboren ist, dass halt so viel da schief läuft, dass es schon so viele technische Möglichkeiten gibt, die nicht genutzt werden und das ist halt sehr ärgerlich. Also ich denke, wenn man sich die letzten 15 Jahre Internetgeschichte anschaut, muss eigentlich jedem bewusst sein, dass letzten Endes die Entwicklung immer so gewesen ist, dass geschlossene Plattformen sich öffnen müssen und dass nur der überlebt hat, der im Prinzip seine Plattform so weit wie möglich geöffnet hat, wie es nur irgendwie geht. Und solange das Xing, MySpace, Facebook und so weiter nicht machen, denke ich, haben sie langfristig ein Problem. Es gibt ja jetzt schon diese hunderten sozialen Netzwerke und wenn mir A, B, C nicht gefallen, dann gehe ich halt zu D und dann möchte ich halt vielleicht irgendwann eins nutzen, welches mir die Möglichkeit gibt, die Kontrolle über meine Daten zu halten. Das ist natürlich noch ein relativ langer Weg, weil nun die großen Portale haben erstmal schon ihre User, die haben natürlich Marketing-Power, alles was dann dazugehört. Aber wenn man jetzt so mal vielleicht einen leicht vermessenen Vergleich so zwischen Linux und Microsoft einfach zieht, das geht jetzt auch schon so einige Jahre, aber Linux ist einfach eine etablierte Größe inzwischen. Und das ist das, was der Sebastian ja auch meinte, dass sich offene Systeme einfach irgendwie durchsetzen, weil sie einfach Vorteile bieten. Und wenn es halt nicht mit der Marketing-Power geht, dann geht es halt einfach mit der besseren, vernünftigeren Lösung am Ende. Und deshalb glaube ich schon, dass wir daran sägen, aber das kann mir halt auch egal sein. Wenn die unbedingt Geld damit verdienen wollen, dann müssen sie halt einfach eine technisch bessere Lösung bieten. Xing ist nur ein soziales Netz mit ein paar Gruppen. Das ist alles. Und wenn ich denen das halt wegnehme und sage, hier kannst du es halt kostenlos auch woanders machen, hast die gleichen Vorteile, aber jeder kann dich kontaktieren, auch Leute, die nicht bei Xing sind. Ja, dann müssen sie sich halt wirklich was überlegen. Also ich denke, definitiv gibt es am Anfang ein Henne-Ei-Problem, aber es löst sich an dem Punkt auf, an dem im Prinzip die einzigartigen Vorteile von so einer dezentralen Lösung zum Tragen kommen. Und diese einzigartigen Vorteile können dann die kommerziellen Anbieter in ihrer Form, wie sie jetzt bestehen, nicht mehr anbieten. Und ich denke, in dem Moment kommt dann der Druck auf, dass sie irgendwie sich weiterentwickeln müssen. Es ist zwar so, dass ich als Einzelner letzten Endes dann total filzbar bin, wenn diese Daten verloren gehen, aber bei Google ist es halt so, wenn Google irgendwie kontaminiert wird, wie zum Beispiel in China, dann leiden da halt im Prinzip mehrere Millionen Leute drunter, die dann die Daten irgendwie an die Regierung weitergegeben werden. Klar, wenn ich das erstmal alles bei mir in der Hand habe, muss ich mich da auch eher drum kümmern. Das ist wie beim Auto, ob ich das jetzt halt lease, dann miete, dann gehe ich davon aus, ist halt alles okay, aber wenn ich das selber besitze, muss ich mich halt um TÜV-Reparaturen und so weiter halt kümmern. Nur dadurch, dass die Daten halt woanders im Netzwerk liegen, heißt es nicht, dass sie dort sicher sind. Ich erinnere nur halt an die ganzen Sicherheitsprobleme, die StudiVZ ganz am Anfang hatte. Das war halt wirklich ein Graus. Also da war nichts mit Sicherheit. Und da waren halt damals auch schon viele hunderttausend Profile, die dort abgelegt waren. Also das ist halt ein Problem, was immer da ist. Das rückt natürlich einfach in meinen eigenen Fokus. Das ist dann vielleicht für einige Leute ein bisschen erschreckend, aber letztendlich der Sache nur dienlich, weil man sich dann wirklich darum kümmert und nicht sagt, ja, das machen die schon richtig, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ne? Na, was für mich wichtig ist bei der ganzen Geschichte, dass ich mir hoffe, dass durch die Entwicklung so welcher Dienste auch die ganze Diskussion darüber, wo meine Daten sind und wie wichtig eigentlich Privatsphäre ist und wie wichtig ist, dass ich weiß, was ich publiziere, wo ich publiziere und wer Zugriff darauf hat, dass das halt mehr in den öffentlichen Fokus rückt. Dass Leute sich darüber bewusst werden, dass momentan Google enorm viel über sie weiß, wenn sie halt ganz viele Google-Dienste benutzen. Dass auch StudiVZ natürlich extrem viel über seine Leute weiß. Das ist natürlich ein hervorragende Targeting
Marketingmaschine ist. Freier Datenfluss für freie Nutzer klingt nach einem Konzept mit Zukunft. In der Gegenwart schwebt allerdings noch eine Frage im Raum. Was ist eigentlich Web 2.0? Web 2.0 ist, wenn du nicht mehr zum Friseur gehst, weil du den Dorfklatsch und den Blogs gelesen hast. Vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war es auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Na, wie war's? Anstrengend. Das glaube ich. Ich habe dir was mitgebracht. Oh. Tada. Die ist ja wunderschön. War auch nicht ganz billig. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Sag mal, hast du einfach gekocht? Mhm. Lasagne, selbst gemacht. Oh, das riecht ja fantastisch. Sag mal, diese Karin aus der Buchhaltung, war die eigentlich auch mit in der Schweiz? Hm? Karin? Nee. Jede Lüge braucht einen Mutigen, der sie zehrt. Bildblog.de. Papa! Hey! Jeder ist ein Potenzial, das auf seine je eigene Umlaufbahn geschossen wird. Ob der Fischzug des Erkennens durch die eigene Existenz hindurch gelingt, ist eine Wette, die gegen die Entropie gesetzt wird.